In Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau ist am Mittwochabend der hintere Teil einer S-Bahn entgleist. Das geschah bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung Wiesbaden mit einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern. Feuerwehr und Bundespolizei kümmerten sich um die rund 40 Fahrgäste. Verletzt wurde aber niemand. Unfallursache war vermutlich eine kaputte Weiche. Der Zug muss jetzt mit einem Kran zurück auf die Gleise gesetzt werden. Die Bundespolizei sprach von erheblichen Schäden an den Gleisen. Die Bergung dauert voraussichtlich bis Freitagmorgen. Laut Bahn bleibt die Strecke zwischen Mainz und Frankfurt so lange gesperrt. Ersatzbusse sind im Einsatz, Regionalzüge werden umgeleitet.